Tag 24 beginnt in Pikmin 3 und damit heiße ich dich wieder herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Pikmin 3. Nach dem größten Cliffhanger, der weltweit jemals passiert ist, sind wir wieder hier am Turm der Einsamkeit. Wir gehen natürlich sofort wieder rein. Oder ich schrecke jetzt einfach das Let's Play und gehe einfach in die ganzen anderen Gebiete erstmal. Nein, wir gehen natürlich hier rein. Es gibt hier 0 von 0 Früchten. Das finde ich sehr interessant. Ich weiß nicht, also der Vorteil ist, falls jetzt doch Ende sein sollte und wir danach nicht die anderen Gebiete noch machen können, dann können wir die Tage wiederholen. Also ich könnte jetzt zum Beispiel zu Tag 23 springen oder halt jetzt zu Tag 24 beginnen oder halt auch weiter zurück. Und dann könnten wir von da aus quasi den Spielstand weiterspielen. Das ginge theoretisch, deswegen keine Ahnung. Aber wir gehen weiter zum Turm der Einsamkeit. Wir landen dort und ich bin sehr gespannt, was hier noch passieren wird. Das ist ja viel zu wild. Uff. Rette Captain Olimar. Wir sind jetzt hier drin. Wir können jetzt hier nicht mehr raus. Das ist zu spät und jetzt regnet es auch noch. Junge. Das ist ja ein perfektes Wetter für ein Endzeit-Szenario. Ja, das wäre zu wild. Ich habe Pikmin 3 ist für mich einfach, weiß nicht. Ich gefühlt bin ich noch mitten im Projekt und nicht am Ende. Deswegen kann ich mir das kaum vorstellen, Alter. Das ist, ich bin mitten drin gefühlt. Ich habe ein bisschen Angst, aber ich hoffe, dass sie unbegründet ist. Ich hoffe es sehr. Ich habe gesagt, wir werden komplettieren. Wir werden die ganzen Früchte natürlich sammeln, ganz klar. Also es gibt noch Folgen. Und natürlich gibt es noch dieses Captain Olimar Special. Aber ich meine, die Storyline, die hätte ich nicht gerne jetzt schon beendet. Aber gut. Es startet wieder hier oben. Ah, Olimar. Zum Glück ist er wohl nicht verletzt. Diese goldene Lebensform scheint nicht da zu sein. Das ist unsere Chance, ihn zu retten. Oh Gott, wir müssen das jetzt schlau angehen, Alter. Wir müssen das schlau angehen. Vielleicht trage ich den mal mit den Flügel-Pikmin. Wobei, die waren relativ slow, oder? Die Pikmin, sie scheinen nicht recht zu wissen, wo sie hingehen sollen. Ja, das wissen wir doch schon. Operation Rettet Olimar geht weiter. Ich werde die Führung der Pikmin übernehmen. Ich frage mich, wie die beim letzten Mal geflohen sind. Alles klar, Brittany. Brittany, einfach nicht werden. Die Rückendeckung geben. Alter, ich kann nicht sprechen. Sind sie doch gut und bringen sie Olimar zurück zum Schiff. Alles klar, dann los. Es wiederholt sich nochmal alles. Okay, wir gehen rein. Ich habe keinen Bock, dass dieser Keck spawnt, Alter. Aber da kommt er schon. Ach, warte mal, das ist doch... Das ist diese Abkürzung. Das ist die Steinmauer. Die führt ja einfach direkt zum Spawn, lol. Da ist es wieder. Brittany, kümmern Sie sich bitte um Olimar. So sieht's aus. Kommt, Leute, macht keine Faxen jetzt hier. So, 10 ist ganz gut für die Geschwindigkeit. So, wir müssen jetzt Steinbomben holen. Da müssen wir uns irgendwie hier zurück durchwinden und die Abkürzung schaffen. Meine Meinung. So, Steinbomben haben wir doch. Geht doch mal weg, Leute. Keine Zeit jetzt für euch. Ich hoffe, die Pikmin können uns auf einer langen Distanz auch noch verfolgen, ne? Also, ich hoffe es sehr. Wir brauchen nämlich jetzt freaking Bomben. Ich überlege gerade, die haben wir hierher geholt, ne? Dann sollten wir hier lang laufen. Sie ist so langsam, wenn wir die Ding so schicken. Ich dachte, die wären schneller, aber die sind langsamer. So, sie fliegen. Vielleicht kommen sie ja da hoch, tatsächlich. Das weiß ich nicht. Ah, lol, die kommen hier hoch. Die kleinen Flügelhacker. Die kommen ja... Flügelhacker. Die kommen ja hoch, lol. Das ist geil. So, wir erweisen den Gelben die Ehre, wie einst in den alten Pikmin-Teilen, die Bomben zu besitzen. Wir müssen den jetzt gleich outplayen, ne? Ich muss den ein bisschen auf dem Fokus haben. Er muss den langen Weg nehmen, geil. Oh, das war perfekt, dass wir Flügel-Pikmin genommen haben, wenn ich ehrlich bin, ne? Okay, auch ein Blauer darf mal ran. Okay, Leute, let's go. Er kommt.
Komm, Leute, schnell. Was ist denn da passiert jetzt? Ach so, das ist, weil wir das... Okay, wir müssen... Oh, wir müssen ja schnell sein, WTF. Ah, ich gehe hier lang, pass auf, ich gehe hier lang. Ja, der wird den Weg lang nehmen. Ich denke, die KI ist nicht so schlau, dass er uns zu hart outplayt. Ich weiß auch nicht, was ich damit machen muss. Kommen wir zum Olimar. Ah ja. Oh, warte mal. Der Olimar... Warte mal, was? Warum? Oh, wir haben Olimar vergessen. Das ist ja so lost. Rip! Let's go! Ah ne, so funktioniert das nicht. Okay, wir müssen ihn fressen lassen und dann müssen wir ihn killen. Anders geht's nicht. Oh fuck. Olimar, es tut mir leid, aber es ging nicht anders. Guck mal, wie rot er ist, Alter, der Arme. Ah, shit, Alter, ich hab's vergessen. Verkackt. Da wird er wieder eingewürfelt. Oh nein, ist er den schon wieder geschnappt? Okay, jetzt hat er wieder irgendeine Fähigkeit. Wasser diesmal. Gut, dass wir alle dabei haben. Ich glaube, beim letzten Mal hätten wir hier verkackt. Wir hatten nämlich keine blauen Pikmin dabei. Okay, let's go. Weiter geht's. Keine Zeit verschwenden. Okay, jetzt können wir hier lang. Uff, 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 uff. Okay. Vor allem hast du ja nicht nur diesen Keck hinter dir, der dir Druck macht, sondern auch Zeitdruck, weil der Tag nicht stehen bleibt. Das ist ja noch fast viel schlimmer, wie wir beim letzten Mal gesehen haben. So, die Vögelpicken kommen uns hinterher. Jetzt haben wir relativ großen Abstand geschaffen. Wir haben 4 Bomben. Sehr schön, die setzen wir jetzt aber auch weise ein. Wie sie die nach oben packen. So, sehr geil. So, die kommen gleich nach. Warte mal ganz kurz. Lass schon mal hier lang gehen, wenn wir schon dabei sind. Und uns um diese Keckspinne kümmern. Fuck. Ein Pikmin runtergefallen. Können wir nichts dran machen. Wo sind diese fucking restlichen Brückenteile? Sind die in der Höhle? Da können wir Flügelpikmin herstellen. Da brauchen wir Strom. Können wir gelbe Pikmin herstellen. Wo sind die fucking restlichen Brückenteile? Die müsste man auf der Karte sehen, eigentlich. Ich glaube, hier kommen wir am Ende wieder raus, ne? Hier ist nur halt noch eine neue Brücke. Aber vielleicht sehen wir das nicht, weil das Gebiet unerkundet ist. Dann lasst uns hier längs gehen. Ich achte jetzt mal nur semi auf Olimar. Guck mal, er lebt auf jeden Fall wieder und verfolgt uns. Weil ich glaube, die Pikmin sind weise. Was die Verfolgung angeht, und wir dürfen da wirklich Real Talk keine Zeit verschwenden. Okay, wir müssen erstmal die Brücke schaffen. Einfach mal so machen. Ich dachte gerade, da stirbt wer, Alter. Ist es weise? Ich weiß es gar nicht. Ach, hier sind Brückenteile. Okay. Let's go. Nehmt alles mit. Ah ja, hier. Spätestens hier ist es weise. Hier müssen wir durchs Wasser. Ich verfolge mal mit, damit ich nebenbei ein bisschen kartografiere. So, da können wir auch
darüber. Ach, da oben machen wir den Strom an. Ah, I see. Ich wusste nicht, dass wir da hochkommen. Junge, so ein weitläufiges Gebiet plus Zeitdruck. Fuck me, Alter. Oh, fuck. Das war dumm. So. Was? Er ist mittlerweile da. Was machen wir denn jetzt? Wir haben hier überall Pikmin. Fuck. Die Brücke ist noch nicht fertig. Was machen wir denn jetzt? What the F, what the F, what the F. Wir müssen... Ach du Scheiße, Mann. Kommt runter. Hier ist immer noch dunkel. Wie schnell der jetzt war. Dieser Keck. Ich bin immer noch so angespannt. Mann, ich war noch nie Pikmin so angespannt. WTF. Das ist schlimmer als in Horrorgames. Holy shit. Ach, hier chillen die. Okay. Wir brauchen noch mehr Brückenteil, damit wir da rüberkommen. Und irgendwo muss es hier... Oh. Okay, er geht gerade darüber. Ja, weil das ist creepy. Die geballte Pikmin-Macht. Warum ist hier eine Wand? Ja, um uns aufzuhalten vielleicht. Schon mal daran gedacht? Gott, Brittany Weise. Einfach Brittany Weise. Wir müssen aufpassen, hier sieht sehr stromartig aus. Kann ich die da hochwerfen? Ich weiß es nicht. Hier sind Brückenteile. Hier sind blau. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier können wir die Brücke fertigen. Und hier kommen wir nur mit blauen. Oder? Ne, ne, hier kommen wir auch normal weiter. Junge, ich hab. Oh, ach, hier sind wir. Ah, lol. Junge, wir outplayen den total, ne? Geil. Das war's. So, hier Strom. Müssen wir aufpassen. So, jetzt sollte alles hier hell sein. Hier können wir auch Feen, Flügel-Pikmin machen. Die brauchen wir aber nicht. Wir brauchen höchstens gelbe, aber wir haben keine Zeit für den Scheiß. Da unten ist der Kerl. Oh Gott, ich bin fast runtergefallen. Oh, warte mal. Warte, warte, fuck. Junge, die wollen uns hier aber auch nochmal alle Pikmin-Elemente spielen lassen, ne? Die Kekos. So, das war's jetzt aber. Oh mein Gott, der ist direkt hinter mir. Ach du heilige Scheiße. Entschuldigung. wie komme ich hier raus? Wo muss ich weiter? Hallo? Ich bin der Neue. Ja, das ist ja jetzt kritisch. Ich könnte dir eine Bombe zuwerfen. Wir müssen jetzt dahin gehen, ne? Hier kommen wir hin. Achso, das wurde jetzt freigeschaltet. Wir haben erst das hier und dann das hier. Aber eine Bombe macht jetzt keinen Sinn, oder? Sollen wir die Bombe nochmal behalten? Oh, wir kommen danach raus. Das ist die letzte Bastion. Ich werfe jetzt die Bombe auf den drauf. Und dann müssen wir Captain Olli mal hergeben. Wir müssen Captain Olli mal hergeben. Komm näher ran. Nimm ihn! Das ist unser Tribut! Das geht gerade nicht anders. Der Arme, oh nein, es hat ihn schon wieder geschnappt. Das ist eine Art, es gibt noch immer seine Zuneigung zu zeigen. Ich denke nicht. Junge, passt doch. Ich habe echt Angst vor dem Strom, ne? Das sieht nach Feuer aus. Ja, wie er einfach den Boden brennen lässt, ne? Pikmin brennen. RIP. Was? Ja,
Okay. Bitte nicht runterfallen, Leute. Bitte nicht runterfallen. 1, 2, 3, 4, 5. Bitte nicht runterfallen, bitte nicht runterfallen, bitte nicht runterfallen. Okay, scheiß auf, let's go. Keine Zeit verschwenden hier. Wo sind die ganzen Pikmin? Die sind da unten. Ihr wollt mich doch verarschen. Ihr wollt mich doch verarschen. Okay, das war jetzt ein krasser Move von mir. Da muss ich mich selbst ganz kurz loben. Das war schnell gehandelt. Oh Mann. Lange hält das nicht mehr aus. Ich sag, da sind Bomben drin. Da können wir die Mauer schneller einreißen, I guess. Da ist eine Info drin. For what, Alter? Okay, sehr geil. Ist angekommen. Das brauchen wir alle hier. Ist er wieder unterwegs? Er ist wieder unterwegs. Und da sind noch rote Pikmin, I guess. Wir brauchen jetzt alle Kraft hier. Junge, mir ist so warm. Der Tag ist auch bald vorbei. Oh mein Gott, er ist bald da. Uff. So, let's fucking go, Alter. Wir müssen hier raus. Wir können anders nochmal... Oh fuck, das war's noch nicht. Nein. You are kidding me. Was kommt denn noch? Wofür? Können wir ihn hier killen? Oder was ist das? Wir haben eine Brücke geschaffen. Ach, das ist um den zu outplayen, oder? Ich möchte ihn jetzt nicht outplayen, ich will einfach raus. Okay, lost. Der ist direkt da hinten. Oh Gott, es geht raus. Raus hier! Dieser Kackregen. Leute, beeilt euch. Oh mein Gott, da haben wir ihn. Da haben wir ihn, Captain Olimar. Und da ist dieses Monster. Müssen wir jetzt gegen das kämpfen? Da haben wir gar keine Zeit für. Ach du Scheiße! Er hat wieder, hat der Olimar wieder ein... Junge. Junge, sein Leben ist einfach Gold. Es wird langsam kleiner. Seine fucking Lebensanzeige ist einfach Gold. Er hat sich wieder geheilt. Du willst mich doch verarschen, Alter. Ich muss, glaube ich, das Goldene zerstören auf dem Boden, ne? Was wir dem abschlagen. Das kann ich abbauen, quasi. Ja, schaffen wir doch jetzt niemals. Oh mein Gott. Ich vermute halt echt, dass das jetzt einfach der letzte Kampf ist, ne? Ich weiß halt nicht, sollen wir das wirklich in der nächsten Folge machen? Ich bin mir so unsicher, ne? Ich bin mir so fucking unsicher, wenn ich ganz ehrlich bin. Ist das schon das Ende? Wie viel Zeit mag vergangen sein? Ich kann auch immer kaum klar denken, ein goldenes Lebewesen verfolgt mich. Ich habe keine Pikmin mehr. Ah, die Müdigkeit nimmt zu. Mein Anzug versetzt mich wieder in Schlaf. Du Scheiße. Wie heißt das Wesen? Die mysteriöse Lebensform 1. Diese Lebensform ist durchsichtig und... Achso, das hatten wir schon. Greife sie erst an, wenn sie sich golden gefärbt hat. Greife die Plasmatropfen an, die sie... die sich von der Kreatur spalten. Plasmagespenst 1.
Wir gehen. Ganz kurz noch, ich möchte die Info zu dem Plasma-Gespenst. Wir haben die Info nicht. Wahrscheinlich erst, wenn wir ihn besiegt haben, ne? Neue Gebietshinweise. Der Weg des Lichts an einem dunklen Ort entdeckte ich eine Blume, die mir bekannt vorkam. Wenn ich meine Erinnerung nicht täusche, ist es eine Lumini-Blume, die ihre Blüten öffnet, sobald sie das Licht ausgesetzt wird. Das würde bedeuten, dass es eventuell... Das ist alles schön und gut, aber... Olimas Tagebuch 2. 2 von 2. Ich muss Sokotate geschäftlich so oft verlassen, dass ich kaum Zeit habe, kaum Zeit mit meiner Familie verbringen kann. Ich hoffe, meine Frau und meine Kinder fühlen sich ohne mich nicht einsam. Wenn diese Mission vorüber ist, sollten wir alle gemeinsam Urlaub machen. Ich kann es kaum erwarten. Und nun stirbt Olimar. Olimar stirbt. Ach, Leute, ist das stressig. Hätte nicht gedacht, dass es hier schon in Richtung Ende geht. Er hat einfach eine fucking goldene Leiste gehabt. Wenn das nicht der absolute Endboss ist, weiß ich nicht, wer der absolute Endboss sein soll. Und jetzt bin ich im Zwiespalt. Jetzt bin ich im größten Zwiespalt. Wir sind immer der Story gefolgt. Wir haben nie gesagt, okay, wir machen wir da mal fertig, machen wir da mal fertig. So habe ich Pikmin eigentlich immer gespielt. Uff. Big uff. Morgen müssen wir Captain Olimar retten. Das sagst du. Sehr schön. Wir sind noch ganz gut versorgt. Brittany, da hast du wohl recht. Tag 24. Oh shit. Ich habe ein bisschen was verloren, aber ja, nichts Tragisches. Die rätselhafte Lebensform, die Olimar verschlang, nahm eine humanoide Form von gigantischem Ausmaßen an. Jetzt bleibt uns nur noch eines. Wir müssen auf unsere Erfahrung vertrauen, all unser Wissen und all unsere Fertigkeiten einsetzen und diese Kreatur besiegen. Retten wir Olimar. Ja, Leute, ich muss tatsächlich... Tag 24, Alter, uff. Ich muss mir tatsächlich genau überlegen, was ich jetzt am nächsten Tag machen werde. Ob wir beim nächsten Tag wieder herkommen. Und ob wir... da jetzt weiterkämpfen. Ich würde jetzt euch fragen, schreibt es in die Kommentare. Aber ich bin leider in einer großen Aufnahmesession, deswegen kann ich euch jetzt nicht fragen, schreibt es in die Kommentare. Das ist ein bisschen belastend, deswegen ich entscheide das jetzt für die nächste Folge. Und in der nächsten Folge seht ihr, wie es weitergeht, ob wir wirklich weiter gegen den absoluten Endboss kämpfen, wenn das der überhaupt ist. Und oder ob wir halt uns jetzt vom Endboss zurückziehen, was ein bisschen lost für Olimar ist. Und wir uns erstmal der Komplettierung der einzelnen Gebiete, kümmern. Ich weiß es nicht. Wir sehen es einfach in der nächsten Folge. Ich weiß halt leider auch nicht, wie Pikmin endet, ne? Das ist halt das Problem. Ich weiß nicht, ob ich dann einfach weiter nach Lebensmitteln suchen kann. Wenn ja, wäre es gar nicht so schlimm, würden wir jetzt Olimar retten und dann weiter nach Lebensmitteln suchen. Naja gut, das erfahren wir alles in der nächsten Folge. Es ist super stressig und super wild. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns dann morgen. Haut rein und bis zur nächsten Folge. Tschüssi!